Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Nach einer langen Zeit geht's dann doch endlich mal weiter. Jetzt frage ich mich natürlich nur, wo es lang geht und was so unser Ziel allgemein ist. Ich glaube, Mozi ist nur wegen dem Zerschneider drin. So, ich weiß auch gar nicht mehr, was unser altes Team war. Ich gehe jetzt einfach hier mal weiter. Haben wir die Trainer schon besiegt? Da wir da oben gestanden haben, glaube ich irgendwie nicht. An diesem Punkt sammeln sich astrale Energien. Hier werden deine verborgenen Kräfte geweckt. Ich denke, ich werde heute den Part nicht so lang machen. Einfach weil ich jetzt nicht weiß, ob das mit der Soundaufnahme auch so über den ganzen Part klappt. Und ich auch mich jetzt erstmal einspielen werde. So, auf jeden Fall. Oh, Level 63, das ist doch schon eine gesunde Zahl. Ich setze jetzt einfach mal Akrobatik ein, obwohl das wahrscheinlich nicht so viel machen wird. Und das wird uns wahrscheinlich direkt instant. Oh ne. Wirkt sogar fast gar nichts. Und dann kämpfen wir einfach mit Petri weiter. Das war jetzt nicht so effektiv, aber hat trotzdem noch einen gesunden Angriff. Und das dürfte auch vollkommen für Tunnel reichen. So, werden wir einfach mal drin behalten. Metang, okay, ich glaube, da tauschen wir doch lieber aus. Gegen Metang wird es dann doch etwas schlechter aussehen. Da ist Nick, glaube ich, am besten. So, dann benutzen wir mal irgendwas, falls wir das überhaupt noch können. Ja, können wir. Die Kalkklinge ist doch immer noch am besten. Und wir wehren glücklicherweise die Attacke ab. Ist wohl doch nicht so stark. Käfer könnte noch stark sein. Aber ich versuche es weiterhin mit der Kalkklinge. Sternhieb ist hoffentlich nicht so effektiv. Ist es auch nicht, Gott sei Dank. So, noch einmal die Wasserdüse, dann reicht das hoffentlich. Und es reicht nicht, war ja klar. Noch einmal die Wasserdüse und dann haben wir es aber geschafft. Und es gibt auch schönen Level-Up für Nick. So, und Petri auch noch ein Level-Up, das ist schön. So, als nächstes Megalon ein. Da tauschen wir einfach mal. Ah, es sind alle Level 49. Die Eistüte darf auch mal rankommen. Oh, ein Megalon, das. Keine Ahnung, was das kann. Eisstrahl ist ganz vorne, das heißt für mich eigentlich, dass das die stärkste Attacke ist. Deswegen benutzen wir die auch. Ist nicht sehr effektiv, aber zum Glück hat er keine Wirkung auf uns. Lichtkanone dürfte aber einiges abziehen. Oder? Oder auch gar nichts. Eine Genesung ist nicht so toll. Das ist gerade mal unser ganzer Damage wieder weg. Versuchen wir es einmal mit Hagelsturm. Da dürfte er unsere Angriffe verstärken. Ne, okay. Ah doch, verstärkt unsere Angriffe. Gott sei Dank. Okay, was kann Schutzkräfte? Ich weiß es nicht. Dann versuchen wir es einmal mit der Lawine. Schutzteiler, vielleicht geht der Damage dann auf uns. Nee. Okay, keine Ahnung, was das kann. Und Volltreffer. Und fast ein Level Up, das ist doch schon mal cool. Zito Mega. Das dürfte eigentlich auch von unserer Eistüte besiegt werden können. Heilblockade. Okay, das wird wohl bedeuten, dass wir uns nicht mehr heilen können. Das, was natürlich nicht so schlimm ist, da wir kaum Heilung benutzen. Wertewechsel. Glaube ich, scheiße. Aber das eh nicht nagelt, ist es, glaube ich, eh egal, dass wir keine
Eishaut haben. Hier, das ist auch egal für uns jetzt, da der Kampf eh gewonnen ist. Und Level up. Spiegelcap lernen wir jetzt einfach mal nicht erlernen, aber ich schaue mal kurz, was das genau kann. Kontert den Spezialangriff des Gegners mit doppeltem Schaden. Ist jetzt natürlich nicht so schlecht, eigentlich. Warte, ich schau mal, was haben wir. Okay, die ist eigentlich besser. Hat im Endeffekt etwa das gleiche, den gleichen Effekt. Okay, dann werden wir es nicht vergessen. Werden wir nichts vergessen und werden einfach unsere Attacken beibehalten. Oh, der Kampf hat aber einige Zeit gedauert. Ich denke aber, die Punkte sind alle noch so weit kampfbereit. Dann gehen wir weiter. Im Namen der Traumforschung werde ich jetzt deine Träume analysieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden heute nicht so weit kommen. Bei der Stärke der Gegner. Oh, ein Kummeluff. Da dürfte aber unser Petri mit Akrobatik jetzt eigentlich nicht so die Probleme haben, obwohl Angriff Plus natürlich doch wehtun kann. Aber es ist ein One-Hit, dann ist das auch egal. Zum Niveau war das auch kein Problem, glaube ich. Natürlich, wenn er uns jetzt einmal angreift, dann kann es sein, dass es schon vorbei ist für Petri. Okay, er schläft, dann tauschen wir ihn aus. Und zwar kommt der gute Nick wieder rein. Obwohl Elispin, glaube ich, am besten gewesen wäre. Oh, das tut weh. Ich sollte austauschen, aber ich versuche jetzt einfach noch eine Kaltklinge wenigstens drauf zu bekommen. Vielleicht reicht die. Nein. Tut's nicht, aber das ist egal. Brauchen wir nochmal eine Kaltklinge. Und das reicht, okay. Und das war's dann auch schon. So, aber da gibt es ja noch so viele Gegner, das ist unfassbar. Ich hoffe jetzt einfach, wir haben gegen die schon gekämpft. Ey, jetzt bleib aber auch hier. Hey. Ey, oh mein Gott. Der ist aber. Okay, die macht schon mal nichts. Kann man da runterspringen? Nee, da geht's aber auch nicht hoch. Da oben sind wir wohl hergekommen. Genau. Na, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns Pokémon wieder zu heilen. Wo haben wir denn die ganzen Tränken? Die müssen doch hier sein. Wie viel haben wir denn von den Top-Genesen? Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht für Petri jetzt. Ah, Petri, okay, Petri muss nur aufgeweckt werden. Dann benutzen wir einen Top-Trank für Nick. Und ein Aufwecker. Oder wie viele Hyperheiler haben wir? Einige, aber ich denke, wir haben auch mal einen Aufwecker. Da haben wir. Zack. Und dann können wir weitergehen. Jetzt kommen wir her. Ich versuche jetzt einfach erstmal ein, zwei Kämpfe zu meiden. So, da sind wir wieder an der Oberfläche. Da ist einer von G-Sys, so viel ich weiß. Den werde ich aber jetzt erstmal nicht ansprechen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob man gegen den kämpfen muss. Und da tue ich erstmal lieber
da unten die Trainer weiterhin bekämpfen. Aber ich würde auch noch gerne schauen, ob da noch irgendwelche Items sind. Oder wir kämpfen einfach gegen den. Nanu, Nanu, wer bist denn du? Und ein Stern, du Sterni. Das könnte uns gut auf die Mütze geben. Da tauschen wir doch am besten zu Elespin. Ich finde es aber auch mal ganz gut, dass die Pokémon von den Gegnern um einige stärker sind als unsere. Also von den Level zumindest, ja. So, Donner. Das ist schneller, das könnte eigentlich ganz gut wehtun. Er tut's aber nicht. Und Donner wird wahrscheinlich One-Hit sein. Ja, oder auch nicht. Haben wir irgendwelche Attacke, die schnell ist? Nein, haben wir nicht. Dann versuchen wir es mit dem Ladestrahl. Und Petri Level 50. Hat aber keine neue Attacke. Gut, dann. Wen genau? Weiß ich jetzt gar nicht genau, was für ein Tipp das ist. Ich versuche einen Donner. Und wenn wir das überleben, heile ich einfach Elespin. Oder tausche aus. Paralysiert ist schon mal gut. Oh Gott, das war's. Ja, klar. Spielcap ist dann natürlich ziemlich stark. Wenn wir mit Donner angreifen. Dann schicken wir Nick rein, dann ist der auch endlich Level 50. Oder auch nicht. Naja, auch nicht so schlimm, der wird dann im nächsten Kampf Level 50 werden. Und paralysiert, das ist schon mal gut. Dann versuchen wir es mit dem Fehlender. Keine Ahnung, wie viel Damage das auf den genau macht. Dürfte auch gar nicht so schwach sein. Aber ist sehr effektiv sogar. Und fürs Level Up. Reicht es knapp nicht. Dann holen wir auf jeden Fall noch einen Kampf mit, aber erstmal den Pokéball hier. Grumlevel verstärkt, glaube ich, Psycho-Attacken. Da oben haben wir alles bekämpft, aber da hinten geht es von der Treppe. Aber zu der kommen wir so nicht. Okay, dann bleiben noch zwei Trainer übrig. Ja, wenn die doch kämpfen wollen würden. Aber hier, wenn ich mich so hinstelle, dürfte er eigentlich keine Wahl haben. Okay, doch. Aber so. Ist wahrscheinlich extra dafür da, falls die Trainer, falls man zu schwach ist für die, dass man die nicht bekämpfen muss. Ich finde es eigentlich ganz gut, nur die lieber mit. Ah, Petri ist vorne. Naja, dann tausche trotzdem einfach aus. Viel Ender von Nick dürfte eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Und von Elespin hätte ich am besten, glaube ich, einfach die Ampelleuchte benutzen sollen. Psychokinesis ist eigentlich ganz okay. Wehrt die Attacke ab, das ist natürlich scheiße. Okay, haben wir gerade so überlebt. Aber dafür ist viel Ende ein Volltreffer. Heimzahlung. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Und selbst wenn, kann man ja Attacken notfalls irgendwie nochmal beibringen, hoffe ich. So, ein Banette. Banette. Dafür heilen wir unseren Nick. Mit einem Top-Trank. Der dürfte reichen. Top-Genesung brauchen wir jetzt echt nicht zu verschwenden. Milchkuh ist wahrscheinlich zu wenig. Und Philander macht auf jeden Fall genug Schaden. Oder auch nicht gegen Barnett. Dann versuchen wir das Ganze einmal mit einem Server, da wir von Kalkling nicht mehr so viel AP übrig haben. Stimmt, das ist ja nur ein Geist-Pokémon.
Aber schon wieder ein Volltreffer, dann macht das die ganze Sache einfacher. Xatu ist natürlich wieder... Jetzt sollte viel Ender wieder gut sein. Xatu war auch früher in Silber 1 meiner Lieblings-Pokémons. Das war so für mich der Ersatz von Simsala. Dadurch überleben wir, wehrt die Attacke ab. Das ist schade, dann müssen wir uns wieder heilen. Wie viel gibt ein Mischku? 100, aber ich glaube, das reicht für den Kampf. Ging das. Ach, scheiße. Wir haben ja Itemsperre drin. Dann machen wir das ganz einfach mit der Wasserdüse. Dürfte ja eigentlich vom Schaden her reichen. Und das Level up. Und wir haben ihn besiegt. Das ist gut. So, dann holen wir einen Beutel, nehmen wir gerade schnell zweimal Milchkuh. Oder wie heißt das überhaupt? Kuhmu-Milch, genau. Oder einmal reicht sogar. Ich meine, im Endeffekt müssen wir dann doch einen Trank hier in dem Kampf nutzen, wenn er kämpfen wollen würde. Okay, verstecken wir uns hier wieder. Und dann geht's los. Das ist, glaube ich, sogar der letzte. Dann darf Kilian in der nächsten Folge den Mitarbeiter, das Mitglied von GSIS bekämpfen oder ansprechen. Ich weiß ja nicht, ob man den bekämpfen muss. So, ein Sunivora Kehrtwende benutzen wir. Können wir ein bisschen Schaden machen. Und gegen, ich denke, gegen... Ach, tauscht? Ach doch, wir tauschen aus. Denn dann setze ich... Ach scheiße, Edelspin ist ja besiegt. Renekton ist, glaube ich, ziemlich schwach, aber ich versuche es einfach mal. Und Knieche und Licht muss stark sein eigentlich. Ja, ist so, aber Hypnose ist natürlich scheiße. Machen wir es einfach mit dem Aufwecker. Ah, da müssen wir zu den Statusheilmittel. Dann haben wir einen Aufwecker. Und dann wird Renekton aufgewacht. Aufgeweckt. Ein Igler ist natürlich, bringt ihm gar nichts. Und das Schöne ist ja natürlich, dass unser Renekton jetzt stärker wird. Oh, warum haben wir Glücksei auf Renekton? Oh, ein Dunhelix. Dunhelix? Keine Ahnung. Dunhelix, denke ich jetzt einfach mal. Oh, das kann wehtun, oder? Was macht das? Ah, das klaut meinen Angriff. Tut mir aber zum Glück überhaupt nicht weh. Und dass meine Verteidigung gesunken ist, ist jetzt auch nicht so das Problem. Ja, wenn er immer das benutzt, dann ist der Kampf zu 100% uns. Obwohl, es hat ziemlich weh getan. Dann versuchen wir einfach nochmal Knirscher. Es kann ja wohl kaum sein, dass er jetzt nochmal was Schlimmes benutzt. Und gesiegt. Das ist schön. 6000 EP, das ist um einiges. Das ist ja fast nochmal ein Level. So, dann behaupte ich, war's das auch schon für den Part. War jetzt nicht so interessant. Also, okay, was ist interessant, aber... War seit langem wieder die erste Folge, die ich aufgenommen habe. Und deswegen... Ja. Ich hoffe, das hat jetzt einfach mit der Technik alles geklappt. Und dann verabschiede ich mich und die nächste Folge seht ihr bei Kilian.